Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers und ich bin dem Ingo aus Düsseldorf dankbar für die tolle Frage, ob er denn seinen Erotikkalender am Arbeitsplatz aufhängen darf. Lieber Ingo, nö, wahrscheinlich nicht, denn so ein Erotikkalender könnte oder ist sexistisch und da hat der Chef immer das Recht, sowas zu verbieten. Auch wenn man Publikumsverkehr hat, hat der Chef das Recht, das zu verbieten. Also sobald sich Kollegen, Publikumsverkehr, Kunden, Lieferanten davon irgendwie beleidigt oder betroffen fühlen könnten, hat der Chef das Recht, das zu verbieten. Das gilt auch für Kalender, wo man vielleicht nicht alles zur Schau stellt, die aber so, wo vielleicht noch das Nötigste bedeckt ist. Auch das, da hat der Chef das Recht, das zu verbieten. Solltest du es nicht tun, ist arbeitsrechtlich eine Abmahnung auf jeden Fall verhältnismäßig. Wenn du es nachhaltig machst, kann es sogar ein wirksamer Kündigungsgrund sein. Das Einzige, wo du deinen Kalender aufhängen darfst, ist zum Beispiel dein Spind, also ein Ort, an dem nur du Zugang zu hast und wo auch nur du das sehen kannst und kein Dritter. Ingo, schlechte Nachrichten für dich, hängen dir zu Hause hin. Ciao.